Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Wir sind jetzt hier mit unserem lieben James und auch etwas verwundet. Dann nehmen wir gleich mal wieder einen kleinen Drink zu uns und schon geht's uns wieder bestens. Und ja, wir werden jetzt mal hier diesen Bereich erkunden, wo wir jetzt sind. Und hier ist eine Tür. Ich habe mich gerade gefragt, warum geht's hier nicht raus? Aber warte mal. Du einer Zuschauer, warte mal eben. Überall auf den Wänden und dem Boden sind Zeitungen. Sind Zeitungen anstatt Zeitungen. Sehr schön. Es scheint aber alles uninteressant zu sein. Diese hat aber das heutige Datum. Das ist irgendwie seltsam. Okay. Das ist ein bisschen creepy, aber naja. Im letzten Part haben wir die gute Angela wieder getroffen. Und wir haben ihren Vater getötet, der sie wieder mal sexuell missbrauchen wollte, wie er es schon tausendmal getan hat, als sie noch ein Kind war. Ich meine, aber okay, wenn sie 19 Jahre alt jetzt hier ist zu dem Zeitpunkt, ist es ja vielleicht noch gar nicht mal so lange her. Ach Mann, schon heftig. Aber naja. Ach, das schöne Rätsel hier. Ich erinnere mich. Oh, das Rätsel war cool. Müssen hier nicht auch solche Zettel noch irgendwie hängen? Oder sehe ich die gerade nur nicht? Bin ich zu blöd dafür oder so? Nee, hier hängen keine Zettel. Okay. Dann gucken wir uns mal die Gehängten hier an. Wer bist du? Sein Gesicht ist mit einem Blatt Papier bedeckt. Darauf steht etwas geschrieben. Dieser Mann wurde wegen Diebstahls gehängt. Recht und Rache wurden damit zur Genüge getan. Moment, ich muss mir das eben aufschreiben hier. Warte mal. Das sind ja jeweils drei auf einer Seite. Also. Oh Mann, ist das hier ein Chaos. Ja, habe ich jetzt sehr schön gemacht. So. Also der hier Diebstahl. Alles klar. Diebstahl. Dieser Mann wurde wegen Entführung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Entführung. Gut. Wer bist du? Ich meine, was hast du getan? Dieser Mann wurde wegen Betrugs gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Gut, schreiben wir uns auch auf. Betrug. So, was hast du getan? Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Okay, Brandstiftung. Nein, falsche Richtung, James. Ja, komm, was hast du getan? Was hast du getan? Dieser Mann wurde wegen Fälscherei gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Okay. Naja, Fälscherei, deswegen gleich hängen, also ist schon ein bisschen krass. Aber naja. Fragen wir nicht nach, ist halt so. Dieser Mann wurde wegen Körperverletzung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Körperverletzung. Okay, habe ich notiert. Diese Leichen sehen auch wieder James sehr ähnlich. Wenn man sich das mal hier so von der Seite anguckt. Na, kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber glaubt mir, sie sehen wie James aus. Wie könnte es auch anders sein? Wollte schon gerade sagen, gehst du mal bitte raus. Dankeschön. Okay. Hier sind auch wieder zwei Türen. Was ist hier? Ah, ja, genau. Hier ist der gleiche Raum wie der, wo wir gerade eben schon drin waren. Aber hier hängen jetzt nur die Schlingen. Und hier sind die Zettel, die ich eben schon gesucht habe. Es hat ein schlimmes Verbrechen. Nee, Quatsch.
Er hat ein schlimmes Verbrechen begangen. Er hat ein glückliches Heim in einen Haufen Asche verwandelt. Dafür sollte er sterben. Auch sie begingen Verbrechen. Sie versuchten, andere zu betrügen, zu beschwindeln, als ist auch ihre Belohnung nur natürlich. Selbst ihm kann nicht vergeben werden, meinem Freund, ohne linke Hand. Und so kümmert sein Tod mich nicht. Okay, also der ohne die linke Hand, das ist wohl dann der, der Diebstahl begangen hat, weil damals wurde ja wegen Diebstahl einem die Hand dann dafür abgehackt. Und was ist mit ihm? Auch er ist nicht ohne Sünde. Hier gibt es nur einen, der unschuldig ist. Das vermisste Kind war nirgends zu finden. Und so gab es keinen Beweis für seine Schuld. Sein Tod war eine Tragödie. Also Entführung. Der, der die Entführung begangen hat, ist unschuldig. Schreibe ich mal daneben so. Unschuldig in Klammern. Obwohl, das ist eigentlich schon ein ziemlich eindeutiger Hinweis, ne? Von wegen, sein Tod war eine Tragödie, wenn das Kind nicht gefunden wurde. Mehr will ich nicht sagen. Es war weder Gerechtigkeit noch Vergnügen. Okay. Notice. Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Eigentlich passiert dann gar nichts. So viel ich weiß, aber okay. Okay. Ich glaube, die Tür ist nämlich auch noch zu, die andere, durch die wir sonst weiterkommen könnten, deswegen... Da hängt ein Seil von der Decke. Wirst du daran ziehen? Ja. Ich habe den Schlüssel des fälschlich Angeklagten. Jawohl. Achso, das war das Papier, was das Gesicht bedeckte. Okay. Sehr schön. Ich meine, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn wir das jetzt falsch gelöst hätten. Es war ja jetzt wirklich sehr leicht. Ich meine, wir spielen auch vielleicht mal davon abgesehen. Okay, die Tür ist noch nicht zugewiesen. Auf jeden Fall ist das richtig hier. Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgenommen wurden. Ja, dann tun wir das doch mal. Schlüssel des fälschlich Angeklagten. Schlüssel, dem der zu Unrecht hingerichtete Häftling zurückließ. Verwendet. Sehr schön. Wunderschön. Gut, dann gehen wir wieder nach unten, ne? Wieder einmal hinab ins Labyrinth. Ich freue mich nicht. Aber hier ist es wenigstens ruhig. Okay, da kommen wir noch nicht durch und... Hey, wir sind doch jetzt bei Maria, oder? In der Tat, wir sind jetzt bei Maria endlich angekommen. Cool. Aber, liebe Freunde, was hier passiert, und hier muss ich die Musik noch vor allem ausstellen, mache ich eben schon mal. Was hier in diesem Raum passiert, das zeige ich euch erst im nächsten Part. Ja, dankeschön. So. Wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder und gehen dann zu Maria rein. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.